Guten Morgen. Guten Morgen. Ha, wie geht's dir? Sehr gut, ich war gestern als erstes am Bett. Ja, um wie viel Uhr? So 3:30 abgehauen. Okay, wir um 7. Ja, wie immer um 7. Wie immer um 7, oder? Kommt dann mal rein. Das ist saudumm, wir haben von den Betten hier gar nichts, weil es ist immer hell. Ja. Und mein Zimmer hat dieses Fenster hier. Das hier ist, glaube ich, mein Zimmer. Nee, es kommt gar nicht hin, oder? Nee, das da ist mein Zimmer, warte. Nein, wirklich. Ich habe so ein Fenster bei mir im Zimmer und es ist immer hell, wenn ich schlafen gehe. Warte. Hä, war hier nicht so ein Fenster irgendwo unter dem Teppich? Hier war doch irgendwo. Ich schwör's dir. Warte. Ah, hier, das hier. Schön in der Auffahrt, wo die Autos überfahren. Ja, richtig. Und das ist immer hell. Und da scheint immer die Sonne drauf. Das heißt, ich kann gar nicht im Dunkeln schlafen. So scheiße. Hey, Max, er hat sich gestern noch ein Shirt gekauft, Leute. Richtig nice. Holy shit, Mann. Da muss ich auf jeden Fall nochmal sagen, da hat er wirklich nochmal zugeschlagen. Max ist ja der übelste Tanktop-Fan. Und hat sich hier tatsächlich ein richtig cooles Shirt gekauft, Mann, wirklich. Und zwar steht hier drauf, ich bin nicht so gut mit Sprachen, aber das ist doch eigentlich schön. Also, passt dir das auch? Hast du mal anprobiert? Das habe ich mir nicht gekauft, das wurde Nico geschenkt. Von wem? Von einem Zuschauer. Von einem Zuschauer? Das macht ja gar keinen Sinn, oder? Ich glaube, das war eine Anmache. Das war eine Anmache? War Nico, ich weiß nicht. Nico war einfach Sancho, wie chillig. Max haut das leider heute schon ab, genauso wie meine Stimme die letzten Tage schon. Und dann werden wir richtig geil ohne Max endlich Quad fahren gehen, weil den kann wir eh nicht mitnehmen, sowas. Ey, ja. Ich spiele jetzt einfach die Karte aus, du kannst nichts dagegen tun. Okay. Jemand muss meinen Koffer zumachen, der passt gar nicht. Och, Bro. Ja, Bro. Also nee, guck mal, ich hab dir die letzten... Das ist eine Sache übrigens. Nee, warte. Du brauchst Vlog-Content. Ich erzähl dir jetzt noch was. Ich hab Max die letzten Tage die Socken angezogen. Ja, das stimmt. Das hat er echt gemacht. Und Max hat wirklich sehr scharfe Fußnägel. Der hat echt mir... Also, muss ich sagen... Also, ich hab mir immer die Hände aufgeschnitten alle einfach. Alle immer so, jo, kann mich einer eincremen? Ich hab nur einen Arm. Und also, nee, gar keinen Bock jetzt. Ich bin so ein geiler Händen. Pfleger, holy shit. Echt gepflegt. Du hast mir Socken angezogen, alles. Zweimal waren wir im Markt baden. Sind im Pool, haben ihn richtig geil gewaschen. Mega nice. Okay, halt mal kurz. Christus gehalten. Nee, warte kurz. Zieh erstmal dein T-Shirt an. Ja. Zeig mal, wie gut du das kannst. Das ist easy. Okay. Das habe ich extra, weil das ist schon falsch angezogen. Zuerst der Arm. Ja, anyways, für uns geht's Quad fahren, wir gehen später ins Essen, so Restaurant, was übergeil, was Speedy ja in dieser Höhlengeschichte. Max fliegt, wie gesagt, um 15 Uhr, es ist sehr schade, aber auch die besten Trips gehen irgendwann mal zu Ende. Aber wir haben schon gesagt, dass wir das necken. Mickey kotzt da unten, sehr chillig. Wir machen das nächstes Jahr nochmal, auf jeden Fall. Ja. Wir wollen nächstes Jahr noch mehr Geld ausgeben, hat Max schon gesagt. Max ist über der fette Fan davon, richtig viel Kohle auszugeben. Auch nochmal danke für die ganzen Einladungen. Ich muss euch mal überlegen. And there's our breakfast, man. Perfekt. Ja, Micky hat heute Morgen um 9 Uhr aufgewacht, ja. Hat eine Reinigungskraft angerufen, ja. Soll ihm seinen Koffer packen. Wirklich? Der liegt im Bett und pennt, ich packe sogar meinen Scheißkoffer mit einem Arm die ganze Zeit. Micky hat jetzt wirklich jemanden gepackt. Und der hat jemanden geordert und sie hat immer wieder gepennt und sie hat ihn gefragt, ob das sein Shirt ist und das seine Sache ist, hat ihn angetippt, gezeigt, er so, ja. Ach nein. Und das ging einfach irgendwie eine Stunde. Weißt Mann. Du, wie lange das dauert, wenn jemand fremd ist, komplett, der keine Ahnung hat? Das bringt gar nichts. Das ist absolut gar dumm. Nichts. Das Gute ist aber auch, dass Micky gestern 50 Euro bezahlt hat, dass der DJ Peppermint spielt von Luciano. Ja. Und dem Klomann 100 Euro gegeben hat für nett Unterhalt. Der war auf jeden Fall im Modus. Micky, ja. Du warst im Modus. Was? Hey Micky, Mann, wie geht's dir? Scheiße. Was ist denn los? Dir geht's einfach scheiße. Weg. Leben ist einfach scheiße, oder? Weg, hey, komm, zeig mal her, Mann. Komm, was ist denn los, Mäuschen, ha? Was ist denn los? Was machst du denn da Schönes? Ja, geht aber nicht, ne? Nee. Passt nicht, Alter. Nee. Mann, scheiße. Lass da erstmal frühstücken, oder? Nee. Ne, dann nicht. Okay, dann kotzt du wieder. Dann lassen wir's halt. Mein Gott. Alter, dann geht's ja richtig schlecht. Holy shit. Ich will nochmal ein riesiges Dankeschön an Nico gestern. Da will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, was er gemacht hat. Aber das, was er gemacht hat, war extrem schwierig, sag ich mal. Max, ich hab's dir eben erzählt. War jetzt keine Gentleman-Aktion, oder? Hast du gut Nico gemacht. Nico hat gestern, ja? Levi, ja, so kann man es sagen, Ja, aber ich sag dir immer, was du heute kannst dich besorgen, das verschiebst du dann einfach rein in den Morgen, oder? So, halt mal ganz kurz, ich mach den Koffer zu. Da muss noch alles rein vorher. Was denn? Ich verstehe nicht. Ja. Max, an der Stelle muss ich nochmal ganz ein dickes Dankeschön raushauen an dich. Ja. Sauchillige Karaoke-Session, die du gestern gekickt hast oder vorgestern. Ja. Also das war echt angenehm, dass ich um 4 Uhr nachts erstmal eine Diskussion mitbekommen habe, wieder um den Föhn. Was hast du für riesige Unterhosen? Holy shit, Alter. Ja, klar. Da passen 20 Leute rein. Hä? Hey, und Micky? Geil. Schmeiß rein, schmeiß. Wieso legst du das zusammen, Alter? Stopfen. Nein, Max. Du bist ja komplett lost. Du weißt ja gar nicht, wie das geht. Holy shit. Ich stopf immer so heftig mit so viel Kraft. Das muss gleich noch zu. Da ist die ganze Technik drin. Guck mal, ich hab einen scheiß Rucksack in meinem Koffer. Und ich hab Schuhgröße 49. Weißt du, wie kacke das ist, wenn ich einen Koffer pack? Ich nehme eine Hose mit und ein paar Schuhe und eine Seite ist voll. Ja, das sieht vernünftig aus, was du da machst. Das sieht gut aus. Das würde passen. So krass aufgehen. Holy shit, Mann. Nice Sounds. Ey, stopp mal, warte ganz kurz. So ist perfekt, so kann ich ihn jetzt selber zuklappen. Vielleicht muss da noch ein paar Sachen rein. Nee, warte mal, ich muss noch ein paar Sachen von unten holen. Okay. Aber das war richtig geil. Holy shit. Frühstücken jetzt erstmal. Und dann. Das ist okay, dass du alles machst. Das ist echt danke, wirklich. Hey, gerne, Mann, wirklich. So, Zeit für Frühstück und dann geht's später raus und wir von Hunde kurz. Micky, das Essen war nicht für dich gedacht, das weißt du schon, ne? Also, ihr fahrt jetzt zum Flughafen, hättet da entspannt was essen können. Ich find's auch schade, dass du Sascha das Essen weg ist, Mann.
Danke. Kannst du noch mal erzählen, was du mit der Bereinigungskraft gemacht hast? Krankes Schwein. Ja? Okay, Leute, zusammengefasst, über den Urlaub kann man folgendes wissen. Nico. Miki hat sich einfach Bedienstete bestellen lassen, damit die seinen Koffer packen, während er sich föhnt, damit die dann zu ihm kommen und ihn fragen, ob das T-Shirt seins ist. Dann und sagt er, nein, ist meins. Sie legen das zusammen. Hey, Bro, wahrscheinlich Sie. Du hast wirklich ein Problem, Mann. Du hast dich verändert im Urlaub. Du hast dich wirklich verändert, Alter. Das geht so nicht, Mann. Hey, Sascha, wie fandest du es gestern Abend? Wir müssen es kurz. Ja. Lass uns kurz zusammen immer den Charakter zusammenfassen, okay? Okay. Also, Max ist im Prinzip zusammengefasst so einer, der geht einfach her und will mir gerade weiß machen, dass er doch gar nicht so viel gegessen hat. Obwohl er sich am Abend ein Kilo Fleisch bestellt und über den Tag 72 Mio und 10. Das ist Max. Das sind auch teilweise 1,5 Kilo Iberico-Schwein für nichts. Ja, ich hab. Wir haben schon gut reingehauen im Urlaub. Miki hat sich absolut verändert. Er ist krank abgehoben geworden. Warum möchtest du reicher werden als die Typen im Club? Erzähl mir mal. Ich will reicher werden als die, damit ich einfach zu denen nett sein kann. Weil die so reich sind, weil das... Und weil er jetzt arm ist, kann er nicht nett sein. Doch, ich kann, aber das ist nur deren Ding so. Das ist so deren Kapital. Das ist für die alles. Okay, okay. Ich wäre auch gern sympathisch, aber geht halt nicht. Alright, Dude, ich wechsle jetzt auf GoPro. Kamera bleibt hier. Wir fahren jetzt aggressiv, geil mit den Quads. Amma hat da was geklärt. Si, Pedro. Si, Papi. Si, Papi Mugnano. Si, Papi. Let's go. An der Stelle auch erstmal großes Dankeschön, dass ich die ganze Zeit gefilmt habe. Sascha, möchtest du vielleicht kurz die Situation erklären? Ja, Sebastian, du kannst auch helfen. Ja, ich muss ja auch filmen, sag ich mal. Latsch ist auch extrem stark. Sascha, was war's? Also, was ist, also, was, also, wo ist das? Also, was hat es? Woran hat's gelegen, ja? Woran war es jetzt das Problem? Na klar. Mein Quad hat sich jetzt erst verabschiedet. Kein Tank. Ey, wir sind alle mit leerem Tank losgefahren. Wir haben uns das aber nicht gesagt. Wir haben nicht gesagt, die Dinger sind leer, tankt die auf. Das kann auch keiner wissen, dass wenn es die ganze Zeit blinkt, dass das ein Warnsignal sein soll. Ey, es sieht halt, da steht halt rechts die Anzeige. Ja, ist saudumm. Okay, also, eigentlich war unser Plan, dass wir uns mit Leuten von gestern connecten. Ja, und Saschas Quad ist leer. Amar ist in den Luxusclub alleine gefahren. Wir werden jetzt hier vorne im 2-Sterne-Restaurant natürlich festlich dienen und dann schauen wir mal, wie wir das mit Saschas Quad jetzt machen. Kriegen wir schon irgendwie hin, wa? So, wir gehen jetzt wieder in das Restaurant, wo wir schon mal gewesen sind. Hier sind wir mit der Bucht mit dem Boot angelegt. Und hier ist einfach voll der crazy Weg über die Klippen rüber zum Restaurant Spilia. Und vielleicht erinnert ihr euch an den Laden, übergeil. Haben wir sehr gut gegessen, geile Musik. Let's go rein da. Hey, das Ding ist, wir haben jetzt leider halt hier echt einen beschissenen Tisch bekommen. Also irgendwie haben wir hier ein bisschen Pech gehabt gerade. Wir hatten gestern, also als wir hier waren, das letzte Mal einen übergeilen Table. Wir saßen nach unten direkt am Meer. Und jetzt haben wir uns halt hier wirklich in die hinterletzte Ecke gesetzt, wo man halt wirklich nichts davon hat. Also das ist wirklich der letzte Dreck. Das kann man keinem erzählen. Das kann man wirklich keinem erzählen. Also essensmäßig mal wieder ganz, ganz wild hier unterwegs. No joke. Anders. Okay, can you go? Sag mal, was auf Griechisch das hier gehen soll. Skasia de Malaka. Skasia de Malaka, Kollege. Hey Mann, ich hab einen Hund, das funktioniert wirklich nicht zwischen uns beiden, Mann. Das geht nicht. Nee, ist. Ich glaube mittlerweile, selbst die Zuschauer in Deutschland haben die Schnauze voll von dem Song. Ey, nochmal Kuss geht raus an den Typen, der gesagt hat, dass wir hier springen können. Ach, von hier geht's wirklich, guck mal. Ja, von hier geht's, ey. Oh ja, das ist nice. Oh, das ist nice. Ja. Oh, das ist eine nice Höhe, eine chillige. Du musst schauen, dass du da unten den Stein noch richtig geil mitnimmst, Mann. Achso. Okay, Bro, also es wird jetzt schon Zeit, dass du es auch machst. Oh mein Gott, der ist so daneben gesprungen. What the f***, der hat sich so die Beine gebrochen. Mr. Mar, we need helicopter help, please help. I call Stravos. Ey, hör auf meine Nase zu füllen. Und an der Stelle kann man auch nur sagen, das war's. Riech mal rein. Puh, Digga, what the f***. Sicher, dass Mickey hier nicht reingeschissen hat. Oh, Digga, riech mal nochmal rein. Ja, Bro, ich riech das ab. Nochmal, geh mal richtig rein. Hey, Nico, auch wenn du dir gerade hier nochmal Wasser zubereitest, würde ich an der Stelle sagen, sind wir am Ende des Videos angelangt. Und du hast nun die große Ehre. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνουμε καλά, είμαστε. Το vlog ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα από το καλύτερο vlogs that I've ever seen. Και αν θέλετε, μπορείτε να μας δώσετε ένα thumb nach oben. Και το πρόβλημα είναι έτσι. Αν δεν μπορείτε να το καταλαβαίνετε αυτό το πρόβλημα εδώ, πρέπει να φύγεις ρε μαλάκα, καταλαβαίνεις τι σου λέω. In diesem Sinne, meine Freunde, war es das von diesem wunderschönen Content hier. Wir verabschieden uns und sehen uns in Deutschland wieder zu weiteren Vlogs, Videos und anderem Scheiß.